Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, mein Kollege Herr Ritter hatte gerade das Thema Self-Service kurz dargestellt und im Anschluss dazu gehen wir jetzt einen Schritt weiter und zwar um das Thema Machine Learning. Das heißt, vielmehr geht es hier in diesem Fall um die Zusammenarbeit vom Fachbereich mit Data Scientists oder mit IT-Kollegen bei der Einführung von, wie sage ich, Machine Learning-Projekten. Und nehmen wir in diesem Fall uns ein Beispiel aus dem HR-Umfeld, so dass es dann auch sehr gut dazu passt. Mein Name ist Ortiz, Cesar Ortiz. Ich bin Solution Engineer aus dem Bereich Cloud-Infrastruktur und Analytics. So, von den Themen her, nachdem wir kurz diesen Use Case besprechen, würde ich ganz gerne die Lösungsszenarien kurz darstellen und mögliche Vorgehensweise. Und das, was wir letztendlich auch bei unseren Kunden sehen und wie wir normalerweise vorgehen. In diesem Zusammenhang zeige ich Ihnen auch, wie man so einen Implementierungsansatz durchgehen kann. Es soll einfach nur eine Anregung geben. Ne? Das werden wir wirklich direkt dann wieder im System sehen, sodass wir zum Schluss, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Architektur brauchen wir dafür, welche Infrastruktur brauchen wir dafür, und kurz gehe ich auch darauf ein. Ja, und wir haben auch eine extra Session eingerichtet, sodass wir im Anschluss dazu auf Ihre Frage auch eingehen können. Okay, gut. Ja, wir haben einiges vor für diese kurze Zeit. Ja, und wie es immer so ist, ne, Daten schießen aus dem Boden von allen möglichen Ecken. Und damit haben wir natürlich auch sehr viel zu tun und zu hantieren. Und letztendlich, es geht einfach nur darum, diese Daten zusammenzubringen. Erstmal durch die Verlinkung oder durch das Zusammenbringen dieser Daten kann ich bestimmte Zusammenhänge erkennen, also neue Erkenntnisse gewinnen. Und man stellt sich letztendlich daraus zwei Fragen. Einmal ist, wie viel Zeit vergeht von der Entstehung dieser Daten bis zur Nutzung in systematischer Form dieser Daten? Und was für Kosten entstehen dadurch? Ne? Und wenn man auf diese Frage noch eingehen möchte, dann natürlich die logische Folgerung ist, welche Strategie verfolge ich dann dafür? Und zum Thema Strategie ist natürlich dann der nächste Schritt, weil Kosten, das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, das Thema Integration. Integration, man spricht auch oft dazu, davon, aber die Frage ist nur vielmehr, inwiefern sind die Module miteinander integrieren, sodass sie es verlinken kann, dass sie wirklich neue Erkenntnisse gewinnen kann. Ne? Und in diesem Zusammenhang haben wir uns ja einen Use Case überlegt, recht einfach durchzugehen in der Kürze der Zeit. Und in diesem Fall geht es einfach nur darum, unser Ziel ist, anhand von den aktuellen und historischen Daten die Top-Mitarbeiter zu identifizieren, die Fluktuation gefährdet sind. Das heißt, wir wollen rechtzeitig das auch erkennen und auch eine mögliche Kündigung auch abzuwenden. Mein Kollege hatte vorhin das gezeigt in Verbindung mit OAC, in Verbindung mit Analytics. Wir gehen aber hier einen Schritt weiter, weil hier geht es einfach darum, jetzt mit Machine Learning Verfahren, die Sie noch zusätzlich noch dazu einbringen können, weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Und dann stellt die Frage, die wir beantworten wollen anhand von so einem Use Case ist, wie wahrscheinlich ist, dass man Top-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen? Welche Abteilungen sind davon betroffen? Was für Auswirkungen hat es und was kann ich dagegen tun? Ja, ganz einfach gesagt. Ja, das ist jetzt ja, unser Vorhaben für die kommenden Minuten. Ja, ein bisschen sportlich vielleicht. Aber vereinfacht gesagt, ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus, würde ich eher so vorgehen, dass man sagt, im ersten Schritt geht es vielmehr darum, sich mit der Aufgabe auseinanderzusetzen, die Ausgangslage zu erkennen, die Vermutungen erstmal ja, durchzutesten und mögliche Gründe auch zu untersuchen. Und das ist eher der explorative Bereich, wo wir eine Menge an fachliches Know-how brauchen, aber schon mit dem Hintergrund, bestimmte Modelle abzubilden, das heißt mit technischen Kenntnissen auch noch dazu. Das heißt, im ersten Schritt, was ich eher anstreben würde, ist vielmehr die Zusammenarbeit von Fachbereich, sage ich, ein HR-Analyst mit einem Data Scientist zusammen. Und
erstmal die Aufgabe auch einzugrenzen und zu erkennen, welche sind meine Datenquellen und so weiter. Anschließend, mit den Erkenntnissen, die wir dadurch gewinnen, sollte natürlich der Data Scientist dann anfangen, bestimmte Modelle, Prognose genau auf mich optimiert dann auch abzubilden. Selbstverständlich kann ich Tools nehmen, wie zum Beispiel OAC, wie wir es vorhin gesehen haben, um welche Prognosen abzubilden. Aber es kann sein, dass wir noch so eine Art Deep Dive benötigen. Und wenn wir es aber umsetzen, dann wollen wir es bereitstellen. Und zwar nicht nur über Analytics, sondern gegebenenfalls auf andere Applikationen. Es kann auch eine HCM-Applikation sein, es kann auch eine ganz andere Applikation sein. Ne? Es muss nicht immer Analytics sein. Und in unserem Fall, was wir nutzen für den Anfang und für das Ende, ist den Analytics Cloud. In ähnlicher Form, wie der Kollege das gezeigt hat, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Ganz anderen Ansatz in diesem Fall, das werden wir aber auch sehen. Und in der Mitte, da wo die Musik spielt, aus der Sicht des Data Scientist, wo er anfängt, wirklich dann seine Modelle zu testen, zu probieren, zu validieren und so weiter, zu erproben, da muss derjenige auch mit den Tools arbeiten können, die er kennt, wo er sich wohlfühlt, wo er sich gut entwickeln kann. Und das ist manchmal abhängig von den eigenen Kenntnissen, aber auch abhängig von der Infrastruktur, die dahinter steckt. Mit anderen Worten, was das bedeutet, ist, dass Sie im Hintergrund können Sie sogar einmal externe Tools nehmen, Open Standards, was auch immer, eher vielleicht Python-orientiert oder mit, sage ich, Open Source Tools zu arbeiten und oder mit datenbankorientierten Ansätzen. Sei es mit SQL oder auch mit Python zum Beispiel. Und genau den Prozess wollen wir durchgehen. Erstmal vom Lösungsszenario. Auf der rechten Seite sehen wir die Aufgabestellung. Ne? Wir haben viele Mitarbeiter, wollen ein paar identifizieren und wir wollen bestimmte Maßnahmen ableiten. Das sehen wir auf der rechten Seite. Auf der linken Seite, was ich infrastrukturtechnisch brauche, okay, kann variieren. Das, was Sie hier sehen, muss nicht unbedingt die Lösung sein. Es ist nur, sage ich, ein Ansatz, ein Vorschlag, eine Anregung, mehr nicht. Und das eine ist, Sie brauchen natürlich einen Datenpool. Und wenn ich mir das Leben leicht einfach machen will, sage ich als Anwender oder im Fachbereich, dann nehme ich lieber eine Plattform, die sich selbst verwaltet, die einfach zu bedienen ist, wo ich weiß, die Performance passt und so weiter, die selbst skalieren kann. Das ist das eine. Es kann aber auch was anderes sein. Es könnte auch eine Virtual Machine, eine Bare Metal sein, es kann eine Exadata sein, es kann ein Dedicated Host sein, es kann eine ganze Menge sein im Hintergrund. Erstmal lasse ich das außen vor, okay? Dann, wo ich den analytischen Bereich habe, das ist kurz danach, da sehen Sie dann hier diese drei Blöcke. Ja? Dann habe ich natürlich den Analytics Cloud als, sage ich, Medium, um die Information bereitzustellen und auch für Datenerkundung erforschen. Für die Umsetzung von komplexeren Modellen, dann brauche ich sowas wie Machine Learning auf alle Fälle. Und das mache ich entweder mit der, zum Beispiel mit der Data Science Cloud Infrastruktur von Oracle oder zum Beispiel mit Machine Learning innerhalb der Datenbank. Kommt darauf an, wo die Daten sind, was für eine Datenmenge das ist, was für eine Aufgabestellung das ist, welche Infrastruktur Sie haben, woher die Daten kommen, wo Sie den Schwerpunkt legen wollen. All das spielt eine Rolle. Aber gut ist es vor allem dann, wenn Sie diese Flexibilität haben. Das ist letztendlich entscheidend. Die nächste Folie, und das ist aus meiner Sicht die wichtigste von allen, auch wichtiger als das, was Sie später dann im System sehen sollen, das ist diese. Und zwar der Implementierungsansatz, weil vom Implementierungsansatz ist letztendlich der Erfolg abhängig. Davon hängt letztendlich alles ab. Und was ich nur vorschlagen kann in diesem Zusammenhang, aus meiner Erfahrung ist es vielmehr, dass man einen sukzessiven, iterativen Ansatz anstreben sollte. Und deswegen es ist es immer ganz gut, wenn man erstmal, wie man hier sieht, auf der linken Seite erstmal eine Anwendung hat, so wie der Kollege das gezeigt hatte, eher einfach zu bedienen, leicht und smart und so weiter. Das ist sehr gut, damit man ein gemeinsames Bild hat, um anschließend, das ist, was Sie hier in der Mitte sehen und auch rechts, vielleicht kundendedizierte Modelle abbilden kann, die ich hinterher operationalisieren möchte. Und da habe ich, wie gesagt, die Wahl. Ne? Viele sagen, okay, wenn ich die Daten sowieso in der Datenbank habe und wozu soll ich die Daten hin und her transferieren,
Und ich bin eh, sage ich mal, von den Kenntnissen her eher datenbankaffin. Dann bleiben wir in der Datenbank und dann kann man das machen mit entweder mit PLSQL zum Beispiel, aber auch mit Python in der Datenbank oder in einer kollaborativen Plattform, wo Sie dann Data Science Projekte dann umsetzen. Im Hintergrund, was Sie unten sehen, diese drei Blöcke, das ist extrem wichtig, weil das gibt Ihnen unheimlich viel Spielraum und Freiheit, was Wachstum angeht. Sei es in Datenmenge, sei es jetzt von verschiedenen Datenquellen, sei es von verschiedenen Datenformaten, was auch immer. Oft würde ich eher sagen, wenn man jetzt sehr viele Daten, das ist weniger jetzt in diesem Beispiel in Verbindung mit HR, aber wenn wir jetzt IoT ansprechen zum Beispiel, dann habe ich halt Object Storage in der Regel oder ein Big Data Service als Cloudera-Infrastruktur im Hintergrund zum Beispiel. Ne? Okay. Wir gehen gleich und wir gucken uns ein paar Sachen auch an. Vom Implementierungsansatz her, wie ich vorgehen würde, ist, erstmal haben wir natürlich historische Daten. Wenn wir was ableiten wollen, dann muss ich die historischen Daten nehmen, um daraus Modelle zu entwickeln, die daraus lernen können. Das heißt, was Sie hier im oberen Bereich sehen, das ist nicht was anderes. Ich setze voraus, wir haben aus der Historie einige Daten, wo wir wissen, ob der Mitarbeiter vielleicht gekündigt hat oder auch nicht. Und wenn er gekündigt hat, dann wissen wir warum. Das sind meine Vergangenheitsdaten. Und anhand von diesen Daten möchte ich was Neues lernen, möchte ich was Neues ableiten. Und dann muss ich natürlich ein Modell entwickeln, das steht hier. In meinem Fall geht es um eine Klassifizierung, weil es geht einfach nur um ja oder nein. Also wird der Mitarbeiter kündigen, ja oder nein. Das ist eine Klassifizierung, typischer Fall. Und dann brauche ich natürlich heute Zusammenarbeit von Business Analysten oder sage ich HR-Analysten mit entweder Data Scientist, wo ich dann auch Python üblicherweise codiere, oder mit Datenbankentwickler, wo ich vielleicht mit, sage ich, Mining-Methoden in der Datenbank auch was bereitstellen kann. Wenn wir aber das Modell schon haben, dann wollen wir das dann auch einsetzen, auch nutzen, anhand von den aktuellen Daten, um was abzuleiten. Ja? Und letztendlich das Ziel ist das, was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ne? Das Mitarbeiter zu binden, an das Unternehmen zu binden. Am liebsten würde ich Ihnen gerne jetzt hier das live zeigen, anhand von dem System, was Sie hier sehen. Das ist die OCI Cloud, ja, oder Cloud-Infrastruktur. Da ist auch Analytics dann dabei, logischerweise. Ja, das ist das, was mein Kollege hier gezeigt hatte. Und dann würde ich eine Applikation zeigen und dann den Prozess durchgehen. Ja, ich schaffe das aber nicht, innerhalb von 15 Minuten alles live zu gehen. Deswegen, was ich gemacht habe, ich habe zwar so eine Demo aufgebaut. Diese Demo ist so, habe ich dann aufgenommen, aufgezeichnet und ganz, ganz konkret an ganz bestimmten Stellen das so vorbereitet, dass ich auf diese speziellen Fälle durchgehen kann. Und wir gehen den Prozess durch, die drei Bausteine. Ja? Fangen wir erstmal mit dem ersten Teil, der explorative Bereich. Wichtig bei so einem System ist, dass man auf jede Datenbank zugreifen kann oder die Datenquelle, sage ich mal. Kann auch eine Applikation sein, wie Talent zum Beispiel. Das sehen Sie hier. Ja? Und Sie haben hier auch ganz andere auch noch. Eine andere könnte auch eine ADW sein, Autonomous Data Warehouse. Es können Flat-Files sein. Wenn ich aber anfange mit der Implementierung und überhaupt ein Gefühl entwickeln will, ne, dann, was ich nehmen würde, sind einfach erstmal welche Files, ne, um überhaupt erstmal ja, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich nehme meinen Attrition Training File. Sie sehen das hier. Das ist zum Trainieren, damit ich letztendlich neue Erkenntnisse, erstmal überhaupt ein paar Erkenntnisse gewinnen kann. Ja. Anschließend weiß ich, was für ein Modell ich überhaupt erstellen kann. Also, dann wähle ich diese Spalte aus, Attrition, also Fluktuation, und dann möchte ich mir das erklärt bekommen. Und deswegen gehe ich auf Explain. Das ist, was mein Kollege vorgestellt hat. Und das ist nicht was anderes als eine Art Sampling mit Machine Learning-Verfahren im Hintergrund, das genau diese Zusammenhänge erkennen soll. Das heißt, Vergleich KPIs mit KPIs oder aber auch in Verbindung mit anderen Attributen. Und das, was hier das System anzeigt, wenn das user-friendly sein soll, dann ist es eher so, dass wenn ich einen Bereich anklicke, dann wird das direkt auch übernommen, später für das Dashboard, womit ich hinterher auch zusammenarbeiten kann mit einem Data Scientist. Können wir auch Segmente identifizieren, also bestimmte Ausprägungen von Attributen, die vielleicht eine Rolle spielen. Ja? Zum Beispiel
Alter, mit, sage ich, Wohnort, Strecke zur Arbeit, all das kann natürlich eine Rolle spielen für eine Fluktuation oder nicht. Und da auch Anomalien zu erkennen. Um diese Anomalien überhaupt zu finden, dann muss das System auch bestimmte Machine Learning-Verfahren im Hintergrund auch nutzen. Das heißt, hier in der Applikation ist Machine Learning mit drin, eingebettet in die Applikation. Ja. Okay, dann habe ich das Projekt hier, dann habe ich das Projekt hier gespeichert, ne, und genau das kann ich später auch noch nutzen. Mein erster Ansatz jetzt ist vielmehr, sage ich, ein Flow durchzugehen, wo wir sag ich mal, ein Machine Learning-Leitmodell erstellen, das uns helfen soll, um anschließend mit dem Data Scientist zusammenzuarbeiten. Dann habe ich was in der Hand, was ich dann auch bereitstellen kann und sage ich, gut, das sind meine Anforderungen, das, was ich möchte, das, was wir brauchen. Kannst du mir das vielleicht an der Stelle dann auch noch jetzt durch eine Art Deep Dive ja, noch perfektionieren, sagen wir mal. Ne? Also, das Erste, was ich nehmen muss, ist natürlich meine Datenquelle. Hier nehme ich dann wirklich etwas, was aus der Datenbank ist. Da möchte ich schon etwas nehmen, was konsistenter ist. Deswegen nehme ich hier eine von ADW, steht hier Attrition Training. Und das ist das Icon davon, ADW von der Cloud. Und das sind diese historischen Daten, die Sie in der Folie vorhin gesehen haben. Und da weiß ich schon aus der Historie, ob diese Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben oder nicht. Und wenn ja, warum? Welche Zusammenhänge gibt es vielleicht zwischen diesen anderen Attributen, die man da hat? Gerade im HR-Umfeld, dann sind die einzelnen Attributen schon, können doch sehr groß sein und zum Teil auch nicht nur strukturiert. Also es kann schon eine gewisse Komplexität beinhalten. So, mein nächster Schritt ist vielmehr, ein Modell zu erstellen. Und in meinem Fall ist eine Klassifizierung. Also, wie das ist Kündigung gefährdet oder nicht? Ja, nein. Ne? Also hier gibt es verschiedene Verfahren. Das eine ist numerische Prediction oder Klassifizierung, binäre Klassifizierung oder Clusters. So, dann lege ich hier fest, welchen Algorithmus ich dann nehmen möchte. Hier habe ich eine ganze Reihe von Standardalgorithmen, sage ich mal. Und mit diesen Algorithmen kann ich sehr leicht hantieren. Ich nehme Knife-Base, das ist sehr üblich in dem Umfeld an der Stelle. Und abhängig von Algorithmus habe ich verschiedene Parameter, die ich dann auch eingeben muss. Das eine, was ich sowieso immer prüfen muss, ist natürlich, welches ist mein Target? Was möchte ich erzielen? In diesem Fall meine Prognose geht auf den Bereich Fluktuation. Und interessant ist, wenn das auf Ja-Gesetz ist. Und dann die ganzen anderen Parameter, wie zum Beispiel von dieser Datenmenge, wie viel nehme ich zum Lernen, wie viel nehme ich zum Testen, solche Sachen. Ne? Lege ich da hier fest. Wie gesagt, die Anzahl der Parameter ändert sich natürlich durch den Algorithmus selber. Dann lassen wir es laufen und sobald wir das da haben, dann habe ich anschließend, wenn Sie hier sehen, Machine Learning und dann habe ich hier mein neues Machine Learning Modell erstellt. Das neue Modell ist da. Die Frage ist, wenn es da ist, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich brauchbar ist. Ne? Das heißt, ich muss primär muss ich nach der Qualität des Modells prüfen. Nach Genauigkeit. Und was ich hier auf der rechten Seite sehe, ist eine Confusion Matrix. Die Confusion Matrix sagt einfach nur aus, wie gut ist das Modell. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, wo die Werte tatsächlich ja waren, aber die Voraussagen waren nein, also als ob er nicht kündigen würde. Also das heißt, wo das Modell nicht funktioniert hat, ist schon verhältnismäßig hoch, sage ich da. Ne? Das will ich natürlich runterbrechen, runterziehen, besser gesagt. Die Zahl ist mir zu hoch. Trotzdem hilft mir schon für den ersten Einstieg. Und genau deswegen, nämlich mache ich ein neues Projekt, sage ich ein Dummy-Projekt, neue Auswertung. Unter Projekt verstehe ich Auswertung. Ne? Das ist hier vielleicht nicht ganz korrekt. Aber in unserer Applikation heißt es nur ein Projekt, eine Auswertung. Ich nehme jetzt hier meine neuen Daten, deswegen nehme ich hier Attrition Predict. Darauf möchte ich meine Auswertung dann auch generieren. Und auf der linken Seite erscheint gleich die Liste der möglichen Attribute in dieser Tabelle oder in der Datenbank und in diesem Dataset. Ja? Es können mehrere Tabellen sein. Damit setze ich noch das Modell noch nicht ein. Von daher, was ich jetzt hier mache, ist sag ich mal, ein Szenario abzubilden.
Szenarium ist nicht was anderes als das Nutzen von so einem Modell. Und das, was ich jetzt hier auswähle, ist das gerade neu generierte Modell. Dieses Modell möchte ich an der Stelle auch anwenden. Und dann ergänze ich auf der linken Seite alle meine Felder durch zwei weitere. Da sind sie unten links, wo steht Solutions Hamburg. Ja? Das sind zwei Felder, die dazu gekommen sind. Und das eine ist die Prediction Confidence, also dann bekomme ich natürlich die Wahrscheinlichkeit von meiner Aussage. Und die Aussage ist die andere, die da drüber ist, Attrition Prediction. Also ja, nein. Und daraus erstellen wir nun mal unser, sage ich, wie der Kollege da vorhin auch gezeigt hat, so sage ich ein einfaches Reporting, eine SD-Auswertung. Die weiß ich, die ist nicht optimal. Möchte das jetzt natürlich auch einschränken auf diejenigen, die Attrition gleich Yes haben. Ne? Die hier, der hier zum Beispiel, mit 85% Wahrscheinlichkeit wird das Unternehmen nicht verlassen. Das heißt, für uns uninteressant. Viel wichtiger ist das, wenn wir es einschränken auf die Leute, die wir vielleicht verlieren könnten. Deswegen schränke ich das auch ein. Und dann sehe ich am Ende, ja, welche Abteilungen betroffen sind. Gut, anhand von diesem Modell und anhand von den Auswertungen, die wir gemacht haben, kann ich natürlich zu dem Data Scientist gehen, der anschließend dann dieses Modell verfeinert. Und das, was ich hier sehe, ist das, was ich vorhin auch live gezeigt hatte. Ja? Wir hatten mit Analytics angefangen, wir gehen jetzt auf Data Science. Der Data Science macht sowas wie ein Deep Dive, sage ich mal. Ne? Der hat seine Notebook-Sessions, dann startet hier in diesem Fall sein Notebook. Und das, was ich auf der rechten Seite sehen, halte ich für extrem wichtig bei der Umsetzung, bei der Implementierung und Operationalisierung von Machine Learning Modellen. Das ist der gesamte Prozess, was Sie in Blau sehen. Und so trivial ist es nicht. Jeder Punkt ist unterteilt in verschiedenen Bereichen. Üblicherweise, wenn Sie dann, sage ich, mit Open Source Tools arbeiten, dann müssen Sie hunderte von Zeilen kodieren, um das umsetzen zu können. In der Oracle Data Science Cloud Plattform, dann ist es eher so, dass wir eine Bibliothek bereitstellen, die heißt Isolated Data Science Bibliothek, ist eine Python-Bibliothek, mit der man diesen Prozess extrem einfach und super schnell umsetzen kann. Das sollen wir uns ein wenig angucken. Ich weiß, dass die Zeit auch läuft, aber ich hätte auch nicht pünktlich anfangen können. Von daher hoffe ich, kriege ein paar Minuten noch dazu. Also von der Aufgabestellung hier bekommen wir hier eine ganze Erklärung dazu. Wir importieren eine Library. Das sehen Sie gleich da in ADS Dataset Factory. Das ist diese Accelerated Data Science Library, die extrem günstig ist bei der Umsetzung von solchen Modellen. Und in dem zweiten Punkt, nachdem wir dieses eingebunden haben, wollen wir die Daten einlesen. Und achten bitte sich hier darauf. Es ist nicht nur, dass wir die Daten einlesen an der Stelle, sondern wir sagen, was ist unser Target? Also nach welcher Spalte gucken wir? Und wie soll die ba Spalte gesetzt sein, damit es für uns interessant ist? Und das ist genau dieses Attrition, wenn dann yes ist. Und anschließend kann ich natürlich dann auch weitere Sachen machen, wie zum Beispiel, lassen Sie uns hier einen Überblick bekommen zu dem Dataset. Dazu noch, was hier am Ende gezeigt wird, hier ein Data Show von dem Notebook. Wir erkennen hier, dass diese zwei Attribute nicht gleichgesetzt sind. Sie sind unterschiedlich verteilt, anders verlagert. Das spielt auch eine wichtige Rolle später, wenn ich eine Voraussage treffen will, dann kann ich die ja oder nein anders, muss ich anders gewichten. Das spielt schon für den Forecast eine ganz wichtige Rolle. Und dann bekommen wir auch hier weitere Informationen, ne, wie zum Beispiel, welche Korrelationen gibt es. Sie sehen hier DS Show in Notebook. Diese DS ist, wie gesagt, ist es Accelerated Data Science Bibliothek, die von Oracle frei verfügbar ist in dieser Plattform. Prüft nach diesen Datensätzen, sagt genau von diesen Attributen, die da sind, welche sind tatsächlich die, die interessant sind. Wir sehen dann auch gleich, wir gehen dann auch auf Features. Das ist ein Teil von dieser Auswertung in dieser Bibliothek. Und die zeigt uns einfach, welche Spalten
oder Features, wie es auch als Data Science heißt, welche Spalten für uns interessant sind und wo es auch Korrelationen gibt. Wenn es aber eine starke Korrelation gibt, dann ist es durchaus der Fall, dass man sagt, diese Spalten zusammen macht gar keinen Sinn, weil dann kommt man zu falschen Entscheidungen, wenn man das berücksichtigt in so einem Machine Learning Modell. Das heißt, das System soll schon erkennen, welche sind Schlüsselattribute, welche sind dort bitte Spaltennamen, wo gibt es stark korrelierende Attribute beispielsweise und die dann außen vor lassen. Und all das könnte natürlich ein Data Scientist manuell mit viel Codieren, mit unheimlich viel Aufwand erkennen, aber günstigerweise hat man eine Plattform, die sowas out of the box mitliefert. Hier zum Beispiel sagt das System, ja, bestimmte Spalten machen keinen Sinn, sollte man lieber wegnehmen. Zum Schluss, und das ist dann, wo es interessanter wird, das generieren wir das Machine Learning Modell. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Ja, wie es üblicherweise so ist, haben wir hier ein autogeneriertes Machine Learning Modell. Das heißt, das System prüft die verschiedenen Algorithmen. Ich gebe hier eine Liste von möglichen Algorithmen und lässt alle diese Algorithmen durchlaufen und prüft, welcher Algorithmus idealerweise besser passt. Und hier bekomme ich dann am Ende eine Liste von diesem Ergebnis, welcher Algorithmus das interessant war, wie viele Features, also wie viele Spalten dann wirklich interessant sind, welche dann wurden außen vor gelassen, wie groß mein Datenset ist und so weiter. Vergleicht die verschiedenen Modelle. Und ja, das reicht nicht aus. An der Stelle bis dahin würde ich sagen, verlassen wir uns auf dieses Auto-ML, also autogeneriertes Machine Learning Modell. Ich möchte das vergleichen mit meinem eigenen Modell. Also das heißt, ich brauche einen eigenen Gegenbeweis. Das heißt, an der Stelle, was Sie hier sehen, vielmehr, generieren wir unser eigenes Modell, manuell erstellt, so dass wir dann die beiden gegeneinander auch vergleichen können. Und die Idee ist vielmehr, dann eins von diesen Modellen zu operationalisieren. Das heißt, man muss sich evaluieren und operationalisieren. Ja, aus Zeitgründen überspringe ich dann das eine oder andere hier und gehen wir hier an der Stelle weiter. Hier ist der Vergleich von den beiden Modellen. Ja, das sehen Sie hier. Die blaue Linie ist das autogeneriertes Modell. Die braune Linie ist das selbst erstellte Modell. Und die ROC-Kurve ist das, was man normalerweise in dem Umfeld auch nutzt. So, jetzt zu dem letzten Teil. Da geht es um das Konsumieren von diesem Modell. Und genau hier würde ich genauso vorgehen wie vorhin und letztendlich mein eigenes Modell, das Modell zu nutzen und so ein Dashboard zu machen, wie ich es auch vorhin gesehen habe. Hier nutze ich hier mein Modell beispielsweise, dann habe ich bestimmte Erkenntnisse gewonnen. Hier habe ich das eingeschränkt auf diejenigen, die Yes haben und dann möchte ich das auch am Ende präsentieren. Ja? Das, was Sie direkt hier sehen. Es geht so weit runter, dass man sagt, okay, von mir aus, wenn ich jetzt sowas habe, wie die Grafiken, die ich hier unten sehe, ne, so ein Boxplot, dann habe ich sogar die einzelnen Personen dann auch aufgelistet mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsberechnung dazu. Okay? Ja, also ich glaube, dieser Punkt hier zu den Modellen, das ist schon relevant. Und Sie kommen nur zum Ziel, indem Sie dann eine Plattform haben, die da an der Stelle wirklich übergreifend arbeiten kann. Es gibt verschiedene Verfahren, verschiedene Architekturmöglichkeiten. Ob ich jetzt Analytics Cloud davor setze und hinter verschiedenen Backends oder vielmehr das operationalisiere durch ein Warehouse beispielsweise und OAC oder ob ich den Schwerpunkt setze auf Data Science. Das ist egal, aber die Plattform muss die Flexibilität haben. Und der letzte Satz noch dazu, das halte ich wirklich für sehr wichtig und das ist so ein Implementierungsprozess, wird hier abgebildet. Ne? Und oft ist es, dass man versucht so eine Art Best of Breed, macht aber wenig Sinn. Best of Breed ist nie was anderes. Es ist viel besser, andersrum gesagt, es ist viel besser, wenn ich eine Plattform habe, die das Ganze integriert. Das, was Sie hier auf der linken Seite sehen, sind Module innerhalb von Oracle Cloud Infrastruktur. Wir beginnen in solchen Fällen oft, sage ich, mit einer Datenhaltung, sei es Autonomous Database oder Bare Metal oder Exadata, was auch immer. Ich brauche oft im Hintergrund so eine Art Data Lake, sage ich Object Storage, in Verbindung mit
weiteren Optionen auf SQL oder Big Data Service. Wenn wir so viele unterschiedliche Quellen haben, muss ich es katalogisieren. Nur dann kann ich die Daten wiederfinden. Im Backend, um die das Ganze zu befüllen, habe ich Alternativen. Was wir heute gesehen haben, sind Machine Learning Verfahren. Und zwar entweder, sage ich, mit Data Science oder mit Notebooks in der Datenbank. Anschließend profitieren natürlich, wenn ich dann auch das bekannt mache und bereitstelle, die Kollegen durch zum Beispiel einen Mixcloud. So, ich habe versucht, jetzt auf die Schnelle diese drei Prozesse durchzugehen. Anhand von diesem Beispiel, von diesen Konstrukten hier. Es gibt natürlich dann auch Alternativen dazu oder Möglichkeiten, die wir in diesem Zusammenhang auch anbieten. Ja, dazu, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne natürlich, können wir uns gleich hier treffen in dem Ask the Speaker Session. Informationen zu Machine Learning und zu dem Thema habe ich in so einem Blog, wo ich dann auch im Detail gehe auf ganz viele von diesen Themen, so Schlüsselfaktoren für Data Science Projekte zum Beispiel oder Machine Learning in der Praxis, solche Themen.